Ein Sprichwort der Malaien lautet: Wer der Schwiegermutter schmeichelt, krault einen Tiger. Jazzsticks präsentiert die koffeinhaltigste Sendung des Internets: Sticks Critics. Heute bei Sticks Critics: Tiger Mental. Der Drink wird für Tschechien produziert. Er kommt aber ganz ursprünglich aus Polen und spielte wenigstens ursprünglich mal auf den polnischen Boxer Dariusz Tiger Michalczewski an. Tiger Mental ist ein Ableger mit Saft- und Ginseng-Zusatz. Der Name Tiger gefällt mir ganz gut, aber mehr wegen des Tieres als wegen des Boxers. Mental als weiterer Name ist auch ganz schön, immerhin Namen. Und nicht nur Geschmacksrichtungsauflistung. Dose überwiegend golden, Aufschrift und Tiger überwiegend blau. Der Tiger sieht allerdings ja so mittelmäßig scheiße aus. Alles in allem bestenfalls okay. Die Inhaltsstoffe sind mal wieder in Sprachen, die ich nicht spreche. Das macht sich natürlich super. Aber ausmachen konnte ich 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter und 3% Ananassaft, wenn ich mich nicht irre. Ein Hauch Ginseng-Extrakt. Ich erwarte eine ungewöhnliche Geschmacksrichtung. Einen reinen Ananas-Energy-Drink hatte ich, glaube ich, noch nicht. Der Geruch ist allerdings bunt exotisch und nicht ananaslastig. Die Farbe des Drinks ist mattgelb. Ich trinke diesen Tiger Mental auf Sport, der nicht beinhaltet, dass Menschen versuchen, anderen Menschen so stark gegen den Kopf zu hauen, dass ihr Bewusstsein verloren geht. Prost. Ja, schmeckt bunt exotisch mit einer leichten Ausrichtung in die Ananas-Ecke. Schmecken kann man's, wenn man schon nicht riechen konnte. Das ist interessant, will sich aber überall so in den Mund legen, als wenn man so einen Pelz hätte. Ich krieg einen Tigerpelz, aber leider auf den Zähnen. Ob ich den wohl wieder kaufen würde? Nö, der ist mir leicht zu säuerlich, ein bisschen unausgewogen, nicht wahnsinnig interessant mit seiner Exotic-Mischung, leichte Ananas-Ausrichtung. Irgendwie nicht besonders genug, nicht besonders toll. Empfehlen kann ich den daher auch nicht übermäßig. Er tut jetzt natürlich auch nicht weh, er ist nicht eine total miese Mistnummer oder so. Deswegen probiert ihn, falls ihr ihn in die Finger bekommt. In Tschechien oder so. Ansonsten, tschüss und trink nicht zu viel von dem Gift. Danke fürs Schauen, Liken und Abonnieren. Besonderen Dank an Tomka für die Dose. Wer weiß, wie viel der gekostet hat und wo man den bekommt, kann das genauso gerne in die Kommentare schreiben wie seine eigene Meinung dazu. Hier ist und bleibt alles subjektiv und tschüssi.